Ja, hallo, guten Tag, liebe Naturgartenfreunde. Wir haben jetzt Ende Januar und in meinem Naturgarten, da wachsen schon ein paar wilde Feldsalate, die sogenannten Rapunzeln, und es wächst auch schon wilder Schnittlauch. Also es gibt schon einiges an Kräutern, was jetzt wächst, und es kommen auch sehr viele rote Taubnesseln aus dem Boden. Und einige von ihnen blühen sogar schon, weil der Januar dieses Jahr recht milde war. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen heruntergefallene Birkenäste gesammelt. Die sind vom letzten Sturm abgebrochen und die bringe ich jetzt auf meine Totholzhecke. Die wird immer wieder ein bisschen aufgestockt. In dieser Totholzhecke, da brüten ja die Zaunkönige drin im Frühling und im Sommer. Und deswegen werde ich die jetzt mal ein bisschen aufstocken. So, ich will euch heute mal ein bisschen mehr zum Thema Naturgarten sagen, denn es gibt ja so einige Dinge, die man beachten sollte. Und so diese Grundsätze, die wichtig sind für einen Naturgarten, die möchte ich heute euch mal ein bisschen näher bringen. Also wie es aus meiner Sicht sozusagen, was aus meiner Sicht wichtig ist für einen Naturgarten. Gut, ich habe mal ein paar Impressionen aus verschiedenen Jahreszeiten aufgezeichnet, wie es in meinem Naturgarten ausschaut, und ich erkläre euch so ein bisschen dazu dann auch noch die Grundlagen. Aber jetzt bringe ich erstmal dieses Reisig zu meiner Totholzhecke. Viel Spaß beim Schauen! Wichtig ist eine Vielfalt an einheimischen Wildkräutern, an Büschen und Bäumen, denn sie sind auf die Bedürfnisse der Wildtiere, der Vögel und auch der Insekten abgestimmt. Deswegen sollte der Großteil der Pflanzen im Naturgarten aus einheimischen Arten bestehen. Also einfach mal den Rasenmäher wegpacken und schauen, was so an Wildpflanzen dort wächst im Garten und wie diese sich entwickeln. Wildkräuter wie zum Beispiel die Taubnesseln, da gibt es ja die weißen und die roten, diese bieten zahlreichen Wildbienen und auch Schmetterlingen ein wichtiges Angebot an Nahrung. Einheimische Bäume und Sträucher versorgen viele Vogelarten mit Nahrung, und je mehr Wildpflanzen wachsen, desto mehr Insekten werden den Garten bevölkern und ihrerseits den Vögeln als Nahrung dienen, die Pflanzen bestäuben und so zur gesunden Artenvielfalt beitragen. Natürlich haben chemische Spritz- und Düngemittel nichts in einem Naturgarten zu suchen, das versteht sich von selbst. Man kann aber einen Komposthaufen anlegen, um natürlichen Dünger zu produzieren, den man dann bei Bedarf zum Beispiel für Gemüsebeete verwenden kann. Sehr wichtig im Naturgarten sind Wasserstellen, wie zum Beispiel kleinere oder größere Teiche. Man sollte sie immer so anlegen, dass durstige Tiere oder Amphibien wie Molche, Frösche und Kröten leichten Ein- und Ausstieg finden. Einheimische Wasserpflanzen sorgen für gesunde und für Wassertiere und Amphibien attraktive Teiche. Denn Wasser ist ja bekanntlich Leben, darum sind solche Wasserstellen äußerst wichtig. Weitere Elemente im Naturgarten sind auch Totholzhaufen, Totholzhecken und auch Natursteinhaufen oder Natursteinmauern. Denn sie dienen vielen Tieren als Unterschlupf und auch als Wohnquartier. Oft siedeln sich Eidechsen hier an. So zum Beispiel in meinem Garten habe ich sehr viele Stein- und Holzhaufen angelegt, und im Frühling und Sommer kann ich dann dort die Zauneidechsen beobachten. Die sonnen sich nämlich sehr gerne auf diesen Steinhaufen, denn sie brauchen, um fruchtbar zu werden und um sich zu vermehren, doch eine gewisse Wärme. Aber auch andere Tiere, wie zum Beispiel Blindschleichen, fühlen sich in solchen Haufen sehr wohl. Und um meinen Teich befinden sich viele Steine, unter denen Erdkröten hausen, die sich dann während der heißen Sommertage im Teich abkühlen. Man kann den Naturgarten auch durch das Anlegen von Sitzplätzen, von Wegen, von Hecken, Mauern, Steinhaufen, Holzhaufen, Wasserstellen, den verschiedenen Pflanzen und auch anderen Elementen recht kreativ gestalten, wenn man möchte.
Und wenn Pflanzen mal zu sehr wuchern sollten, das kommt zum Beispiel bei Brombeeren oder auch beim Giersch sehr häufig vor, dann kann man sie natürlich behutsam zurückschneiden. Das heruntergefallene Laub der Bäume sollte aus den Wasserstellen entfernt werden, damit das Wasser dort nicht fault. Auch von den Wegen kann das Laub weggeharkt werden, doch ansonsten sollte man es besser liegen lassen, da es die Bäume mit Nährstoffen versorgt und zahlreichen Kleinsttieren auch Unterschlupf bietet. Man kann auch aus dem Laub Laubhaufen für Igel errichten, welche man mit dicken Ästen und auch ein paar dünneren Ästen zusätzlich stabilisiert. Da können dann zum Beispiel die Igel auch drin gut überwintern. Ja, jedenfalls sollte man in einen Naturgarten möglichst wenig eingreifen. Und solche Sachen wie Benzinrasenmäher sind hier natürlich tabu. Ich selbst besitze eine Sense für längeres Gras und einen kleinen mechanischen Rasenmäher, den ich zum Beispiel für die Wege und die Sitzplätze im Garten benutze. Ja, jeder Naturgarten ist natürlich anders, was die Bodenbeschaffenheit anbelangt. Darum werden hier die Pflanzen wachsen, welche am besten mit dem jeweiligen Boden klarkommen. Manche Pflanzen lieben ja die sogenannten Magerböden, andere wiederum nährstoffreiche Fettböden. Man sollte daher einfach beobachten, was sich für Pflanzen im Garten entwickeln. Und je größer die Vielfalt, natürlich umso besser. Man kann übrigens auch einheimische Wildkräutersamen kaufen oder auch sammeln und diese dann in seinem Garten ausstreuen, falls man den richtigen Boden und Standort dafür gefunden hat. Da gibt es zum Beispiel solche wunderschönen Pflanzen wie Disteln, Skabiosen, Natternkopf und zahlreiche andere mehr. Es gibt hier also eine große Auswahl heimischer Pflanzen, die für die heimische Tierwelt sehr wichtig sind. Bäume und Sträucher, die Beeren und Früchte hervorbringen, sind ebenfalls eine wichtige Nahrungsquelle für die einheimische Tierwelt. Auch gibt es hier zahlreiche einheimische Baum- und Straucharten. Und es gilt im Naturgarten, dass jede einheimische Pflanzenart willkommen ist. Es gibt hier keine sogenannten Unkräuter. Jedes Kraut und jede Pflanze hat hier seine Funktion und ist wichtig. Und je vielfältiger die Pflanzen- und Tierwelt, desto besser für den Garten. Ja, liebe Naturgartenfreunde, das waren also ein paar Impressionen aus meinem naturnahen Garten. Ich hoffe, sie haben euch ein wenig gefallen. Ja, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich habe euch jetzt die aus meiner Sicht wichtigsten Grundlagen für so einen naturnahen Garten oder Naturgarten mal dargelegt. Für heute möchte ich mich herzlich fürs Zuschauen bedanken und verabschiede mich hiermit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.